Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Hey Leute, heute befinden wir uns in einem alten verlassenen Pflegeheim, was mal zu einem Schloss gehört hat. Und wenn ihr Bock habt dabei zu sein, kommt einfach mit, schaut es euch an und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Immer wieder hört man Geschichten über dieses Schloss. Dann sieht man die ganzen Krankenbetten und Rollstühle und all ihre Einrichtungsgegenstände und fragt sich, wie muss es früher mal hier ausgesehen haben. Mein Name ist Proluxi und dies ist meine Videointerpretation zu diesem Lost Place. Heute befinden wir uns in einem alten verlassenen Schloss und wir schauen mal, was dort noch so gibt. Auf jeden Fall jede Menge Spiegel hier. Hier wälzt sich schon der Boden und hier wird es langsam dunkel und ich werde mir meine Taschenlampe rausholen. Der Bau des Schlosses Henriette begann bereits im Jahre 1801 und dauerte bis in das Jahre 1805. 1910 ausgebaut auf einer Anhöhe, zweigeschossig, neoklassizistisch und mit markantem, als Säulenhalle abgebildeten Mittelrisalit mit Dreiecksgiebeln errichtet. Ein großzügiger Park war ebenfalls Bestandteil des Schlosses. Alte Gebäude und das Anwesen auf diesem Gelände wurden bei Bränden 1811 und 1857 bis auf wenige Reste nahezu komplett zerstört. Die Geschichte des Geländes mit all seinen Bauten geht bis in das Jahre 1420 zurück. Hier steht noch ein Krankenbett und ein Rollstuhl. Hier geht es auch schon nach unten. Mit zwei Waschbecken und einer Badewanne. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Familie, die sich einst in dem Besitz des Schlosses befand, enteignet. Zu DDR-Zeiten nutzte man das Gebäude als Alten- und Pflegeheim. Heute erinnert daran nur noch der Anbau des Fahrstuhls. Abonniert mich auch auf Instagram und Facebook, um nichts mehr zu verpassen. Dort seht ihr jeden Tag ein neues Bild. Und ihr kriegt Informationen, wie der Stand der Dinge ist und Anhaltspunkte, was wir als nächstes machen. Das schaut aus wie eine Küche, eine alte Küche. Genau, und hier war der Aufzug gewesen. Den konnte man an diesem Seil nach oben ziehen. Hier sind noch Haufen Kühlschränke und Gefriertruhen. Und was ich hier entdeckt habe, habe ich so auch noch nicht gesehen. Eine Gefriertruhe. Eine große Gefriertruhe. Die haben noch einen Zettel gefunden. Und der letzte Eintrag ist von 83.
Eine kuriose Geschichte zu dem Gebäude gibt es allerdings auch. Dies berichtete ein ehemaliger Mitarbeiter der SED-Kreisleitung. Anfang der 1960er Jahre sind Handwerker gerade dabei, im Altenheim Wasserleitungen zu verlegen, als bei Durchbrucharbeiten im Keller eine Wand nachgab und letztendlich einstürzte. Es wurde ein neuer Raum freigelegt, in dem sich große Mengen Tafelsilber und andere Schätze befanden. Laut einer Zeitung, die aus dem Jahre 1945 stammt und dem Schatz beigelegt worden war, stammte das Versteck von der Familie, die es einst besessen hat. Das finden wir hier. Boah, krass, Leute. Wartet mal ab, was wir hier entdeckt haben. So ein kleines Zimmer und so ein riesen Kamin, Leute. Guckt euch das an. Wahnsinn, ey. Eine Badewanne begehbar. Do not open that. Ja. Das ist ein alter Fahrstuhl, Leute. Der Fund wurde unmittelbar dem SED-Büro der Kreisleitung angezeigt. Selbstverständlich bekam auch die Staatssicherheit Wind von dieser Neuigkeit und übernahm die Sichtungs- und Bergungsarbeiten. Der Fund sollte im Anschluss in ein Landesmuseum geschafft werden. Dort kam er jedoch nie an. So wie ich das hier sehe, das waren alles mal Holzwände gewesen und dann wurde einfach drüber tapeziert. Einfach so. Das ist der nächste Rollstuhl, Leute. Richtig, richtig, richtig geilen Kamin. Überall die Tapete runter. Alle bisherigen Versuche zur Aufklärung oder des Auffindens von Akten, in denen sich Hinweise zu genannten finden lassen würden, verliefen ergebnislos.
Bis in das Jahr 1980 hatte es immer wieder Hinweise auf mögliche Schätze in der Parkanlage gegeben. Gefunden wurde nichts. Selbst der aktuelle Eigentümer, ein Enkel des Barons, hat von einem Schatz in seiner Familie noch nie etwas gehört. Es hört sich immer an nach Schritten von oben. Aber oben ist keiner. Das ist schon ein bisschen creepy. Hier war eine alte Küche. Hier steht ein Herd. Aber Leute, wer ist da oben? Von uns ist keiner da oben. Spukt es hier etwa? Hier finden wir auch noch ein altes Bett. Heute ist leider nicht mehr viel von dem Tal und dem Park zu sehen. Überall herrscht Wildwuchs und Verfall. Auch der Vandalismus nimmt zu. Einen alten Kronleuchter. Und auf dem Balkon steht ein Krankenbett. Das ist krass, Leute. Hier finden wir noch einen alten Schrank. Und noch ein altes Krankenbett. Kennt ihr diesen Krankenhausgeruch? Was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? War das Blut? Oder was war das? Durch das an, Leute. Ist alles voll gespritzt. ...1999 entwickelte man im Rahmen einer vielbeachteten Diplomarbeit Ideen zur Wiederherstellung des berühmten Parks. Alter Kackstuhl, noch mit einem Eimer, heutzutage hat man einen Schieber dran. Was war das, Leute? Wenn ihr wisst, was das war, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen.
Ein alter Rollstuhl. Finden hier noch Haufen Möbel. Hier ist noch ein Bettbeistellwagen. Eine alte Couch. Alte Waschmaschinen oder Wäschetrockner. Und was ist das hier? Das schaut aus wie ein Kompressor. Ich würde sagen, das ist ein Kompressor. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!